Hallöchen. Ich wollte mal wieder West of Loathing spielen, das ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ich habe aufgehört, weil ich an einen Punkt kam, wo ich irgendwie nicht weiterkam, weil ich irgendwie hätte grinden müssen und ich wusste nicht genau wie. Und ich wollte sehen, ob es denn tatsächlich was bringt, das nochmal anzugehen, obwohl ich überhaupt nichts mehr davon richtig weiß. Ich weiß eigentlich nur noch, dass es Spaß gemacht hat, weil es einen schönen Humor hatte. Und das unaufgeregte Schwarz-Weiße ist halt auch ein bisschen entspannt, muss man schon sagen. Aber so richtig weiß ich echt nicht mehr, was da abging. Schräg, richtig schön schräg. So, was kann ich denn tun? Ich habe hier L, ZL. Ich habe. Ah, das ist generell mal die Karte, wo ich so überall war. Petting Cemetery. Ach, das ist Friedhof der Kuscheltiere sozusagen, der Kuscheltierfriedhof. Also der Petting, würde ich mal auch sagen. Pet ist Haustier, aber bin mir jetzt nicht sicher. Roy Beans Haus. Bei Beans weiß ich jetzt mit Wilden West nicht so genau, ob das tatsächlich Bohnen sind oder vielleicht doch Patronen. Dead Water. Gott. Was haben wir hier noch? Muscles. Das sind meine Muskeln, also meine Stärke. Ist auf 19. Dann Mystalkity. Nee, Mysticality. Weiß ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Moxie, weiß ich jetzt auch nicht. Maximum HP ist halt Health Points, Gesundheitspunkte. AP ist, denke ich mal, Attacke. Speed, Schnelligkeit, erklärt sich. Stomach, das ist, was man sozusagen einstecken kann. What you can stomach. Stomach ist, heißt eigentlich Bauch. Liver ist Leber. Spleen. Das ist so ein bisschen die Verrücktheit, denke ich mal, ne? Oder was man so geistig irgendwie als Witz drauf hat, so. Das ist so mein ganzen Inventargedöns, von dem ich nicht mehr weiß, was es alles ist, aber nebendran steht es ja dann. Dann ist es ganz praktisch. Aber ja, keine Ahnung. Und Filter ist halt, je nachdem, was so. Bestimmte Waffen. So. Was haben wir noch? Ah, das sind die Einstellungen, halt Optionen, klar. Wie gesagt, alles Englisch, ne? Also, wer kein Englisch kann, der hat hier echt keinen Spaß. Aber es ist wirklich ein schöner Humor, ne? Also, und auch die einfache Art, wie sie es gezeichnet ist, hat seinen Charme. So. Was quatschen wir denn? Was geht? Was glaubst du, was wir als nächstes tun sollten? Oder habe ich irgendwas vergessen? Beides? Ah, wir sollen den Job übernehmen, den der Bürgermeister uns aufgetragen hat. Lumber for Smee. Lumber weiß ich jetzt gar nicht, was das heißt. Any other ideas? Irgendwelche anderen Ideen? Okay, irgendwas zurückbekommen. De Jest, weiß ich jetzt nicht, was es heißt. The Brewery ist die Brauerei. Vom The Yeasty Gang. Irgendwas von irgendwelchen Gangstern. Ah, ich soll irgendwelches Brot, das gestohlen wurde, auch noch dem Bürgermeister von Brotwald, so heißt das Kaff, zurückbringen. Okay. Gut, sie hat mir jetzt gesagt, was geht.
Ditch. Das ist ein Schlaf. Ein Schlafkampf. Dann sind wir während der Schlägerei eingeschlafen. Schön. Die sind beschäftigt mit Unterhaltung, sollen wir in Ruhe lassen. Howdy, Leon. Anything I can get for ya? Was kann ich dir bringen? Hi, Lloyd. Lloyd. Brauchst du Hilfe? Nö. Alles super. Alles so klar wie Regen. Ja, kommt auf die Gegend an, ne? Also, wenn ich Arbeit suche, soll ich bei dem Knast nachfragen. Und die sieht nicht aus, als hätte sie Bock zu reden. Das Bit. Ja, da ist der Spuckknopf. Ne? Nee, ich wollte eigentlich nicht raus. Ah, die hintere Zockerbude ist das hier. Ja, alles klar. Da kann man mitspielen. Aber ich... Da ist kein Platz. Da ist auch schon voll. Hier. Wie du gesehen hast, sollte man nicht zocken und gleichzeitig... Obwohl, cheaten geht hier nicht, ne? Also, ich meine, du hast ja keinen Ärmel, wo du die Karten verstecken könntest. Hier gibt's die Regeln. Hunderte von Regeln in einem kleinen Druck. Ein Spieler, der auf dem Tisch wegen Trunkenheit ohnmächtig wird, der muss 13 Fleisch in den Topf bezahlen. Die 9 ist so viel wert wie ein paar Könige. Okay. Warum auch immer. Der einarmige König kann nicht in derselben Hand gehalten werden wie die 2 Siebener. What? Was? 4 Joker, also Buben, sind höher als 3 Zehner. Das macht Sinn. Aber müssen dann mit einer 6 ausgetauscht werden. Was? Trays are wild and trees of diamonds are double wild. Trays weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt. Und 3 Diamanten sind doppelt wild. Also mit Diamanten ist Karo gemeint, aber Trays weiß ich jetzt nicht. Ein paar von 8 und 4 einarmige Königin. Karo Königin. Zählen als Nevada Straight. What? Deswegen spiele ich hier keinen Poker. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man hier tun muss. 2 tens of diamonds are twice as valuable as for kings, but are equivalent to 2 7. Oh komm, scheiß drauf. Also, das ist der Blickstimme durch. Poor old Elsberry. Show him the helmet. Ich soll ihm irgendeinen Helm zeigen. Oh, seine Augen leuchten auf. Ja, einer von diesen. Gehört er dir? Er nimmt den Helm von dir? Er braucht eine Weile, um seine Stimme wiederzufinden. Ja, lange Zeit her. Ich denke, da war nichts anderes dabei. Wo hast du es gefunden? Was meinst du? Naja, dieses Zeug. Kann ich? Ja, klar, mach. Er öffnet die Flasche und nimmt einen kräftigen Schluck. Nach ein paar Momenten erinnert sich seine Haltung. Und er sieht 20 Jahre jünger aus. Möchtest du eine Geschichte hören? Jo. Er erzählt mir eine Geschichte über eine weit entfernte Menschenmetropole, wo
Unsterbliche Kinder? Cord and Mary, umwerben und heiraten. Schlaue. Ja, Schulas, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Irgendwas über eine Story halt und du bist total fasziniert und ich bekomme 30 Erfahrungspunkte. Hä? Gut. Danke. Er nickt. Wenn du dich nochmal bedanken willst, du weißt wie. Und damit ging er zurück und hörte dem Klavier zu. Okay. Ich habe jetzt irgendwas getan, weil ich irgendeinen Krempel anscheinend dabei hatte, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn habe. Und, ja, irgendeinen Helm halt, ne? Ja, ich habe unfassbar viele Sachen. Das ist alles so, was die Skills eben, also so Armor, nicht Armor, Armor. Ja, es ist Rüstung. Was einen alles so ein bisschen verbessern kann. Spooky Resistance. Das ist ein möglicher Schammers. Ich blick dann. Ja, das war das Problem. Irgendwann blicke ich dann immer durch, weil es so 50.000 verschiedene Dinge sind. Und dann müsste ich das Spiel nochmal von neuem anfangen. Da habe ich nicht wirklich Lust zu. Und deswegen liegt das Spiel schon so ewig und 3 Tage hier rum. Oh, die zwei haben eine ganz angeregte Unterhaltung darüber, welche von ihren. Also erstmal über Waffen und welches von ihren Waffen ist die schönste. Anstatt wer hat die größte, wer hat die schönste, ne? Also gut, okay. Ah, hier kann man Matsch kaufen, also Hackfleisch würde ich mal sagen. Slop, ich weiß nicht so genau, es klingt nicht so lecker. Ja, warum sind die, haben die Erlaubnis zu trinken, ohne einen Hut aufzuhaben? Man durfte doch, glaube ich, hier nur reinkommen, wenn man tatsächlich einen Hut aufhat, ne? Andererseits, der hat auch keinen an. Hier ist die Küche. Es ist herrlich simpel gemacht, ne? Also auf die Idee muss halt erstmal kommen. Aber es ist halt einen schönen Humor. Das ist halt der ganze Gecker da drin. Pot, Stove, Top, Slop, Pot. Okay, alles klar. Ich sag das mal 5 Minuten hintereinander. Hast du mein Messer? Not yet. Noch nicht. Ich muss anscheinend irgendein Messer für den Aufgaben abschicken. Ja, die ist zu sehr beschäftigt mit dem Abwasch. Die hat kein Interesse an mir. Stage. KK! Kann ich mit dir quatschen? Nö. Komm ich da hinten dran? Ausgang. Poker Room. Hier ist das Hotel. So, um mich zu verbessern, müsste ich dann halt, ne, so mit, ne, hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier. Müsste ich dann hier irgendwelche Fahrten unternehmen. Und auf dem Weg dahin passieren mir Dinge. Und, ja, je länger, weiter das weg ist, desto eher komme ich dann wahrscheinlich in irgendwelchen Prädulien. Und dann geht mir entweder die Munition geht mir dann aus oder sonst irgendwas. Und da habe ich so richtig Spaß, also so richtig, richtig Spaß. Und das war auch das große Problem irgendwann, weil, ne? Hier. Ich habe zwar eine Waffe, aber nicht so richtig planen, wie ich mich gut bestückt halte mit Munition und so, ne? Die Geisterpistole, ja. Und die Gegner werden ja natürlich immer schwerer, das ist klar, ne? Und irgendwann bist du dann halt im Eimer. Howdy, Bill!
Ja, deine Lady, deine Kaktus-Freundin habe ich noch nicht gefunden. Nee, sorry. Ja, ich kann sie ruhig Zeit lassen. Ich gehe ja nicht weg. Kann man die. Nee, ich wollte nicht an. Quatsch, ich wollte die. Sorry. Das siehst du mal lustig aus. Ich hoffe, jemand erfindet bald das Radio. Main heißt nicht Kopfhaar, wie heißt denn Mähne? Oh Gott, ich komme eben nicht drauf. Aufsatteln oder einfach nur drum kümmern. She whinies shyly. Oh. Leave her alone. Oh, sweetie. Oh, es schielt ein bisschen, oder? Leave her alone. Nicht nur für Pferde. Also mit, das ist ja meine Kumpelin. Die erzählt mir dann, was ist, wenn ich mal wieder keinen Plan habe. Pass auf die Räder auf und die Hufe. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir die Futterstation. Ja, dann könnte ich hier mich versorgen, ist klar. Ich habe jetzt zum Beispiel 4029 Fleisch. Das ist sozusagen die Währung hier. Das weiß ich noch. Nee, ich krieg's voll gepeilt. Das ist so. Da kann man eigentlich ein Schamas draus machen. Das ist halt. Ne, alles Mögliche. Voll richtig eklig. Also so Schnecken und. Ne? Also, wenn die Schnecken halt noch so, ne, sind, dann sind sie schon eklig. Normalerweise würde ich es essen. Aber nur mit ganz viel Kräuterbutter. Und ich glaube, es ist eher die Kräuterbutter, die ich das Ganze braucht. Und der gibt mir hier Jobs auf, Träge, beziehungsweise Adler. Was ist das Zauberwort? Ich wollte eigentlich nur Hi sagen. Also Tag. Ja, geh wieder zurück zur Arbeit. Ja, sie räuspert sich, als hätte sie dir sagen wollen, dass du etwas Wichtiges tun solltest. Wanted Poster. The poster reads Wanted Gotham Gang. Also irgendeine Gang? Nördlich von Dirtwater, also von dieser Stadt aus gesehen im Norden, ist diese Gang das letzte Mal gesehen worden. Das ist sozusagen der Auftrag, weil alles andere habe ich entweder schon abgehakt oder das war schon abgehakt. Das kann natürlich auch sein. Die Strip Bay Head Gangs Cell. Ich weiß nicht, ob ich die da reingebracht habe. Das kann ich absolut nicht sagen. Die Schwarzhut-Banditen. Das Empty Cell is all ghost. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich dann für Geisterbanditen. Das kann natürlich auch sein, weil ich habe ja auch eine Geisterpistole, ne? Von daher. Es würde mich nicht wundern, sagen wir mal so, aber ich weiß es absolut nicht mehr, was da. Das ist die Poststelle. Ich finde ein Postpaket, welches dem Juwelenhändler gehört. Machen wir mal auf. Ach, guck mal da. Also als ich die Box öffne, kommt jede Menge Spam-Mail raus. jede Menge Werbung. Und dieses Messer. Ich werde es aufnehmen. Das kann ich jetzt natürlich tatsächlich dem Koch bringen. Also das ist so ein ideales Spiel, einfach alles anklatschen, egal was. Ach, Chiro Saloon, deswegen heißt das. Das ist Edelstein Saloon, was könnte man da auf Deutsch sagen? Die Bar, ne?
Eine Bar könnte man das. Das ist nicht der Edelsteinhändler, das ist derjenige, der halt hier, ne? Have you got my knife? Hast du mein Messer? Wie die Menge tobt! Schön! Als hättest du was getan. Gut. Hier, hast du's. Ah, wunderbar. Das funktioniert viel besser als der Hammer, den ich die ganze Zeit benutzt habe. 10 Erfahrungspunkte. Und meine Körperkraft geht auf Level 10. Skill up. Yeah. Okay, ich brauche nur noch einen Gefallen von dir. Aber der ist der wichtigste. Ich hatte ein Rezept für eine streng geheime Jerk-Sauce. Ich will jetzt nicht unbedingt wissen, was Jerk im alten Western hieß, weil ich kenne das nur als Schimpfwort. But my jerk friend Dave stole it from me. Ah, der coole Freund hat es gestohlen. Der wird jetzt wahrscheinlich in deiner anderen Stadt da die Soße super verticken. Oh nee, Quatsch. Der ist gestorben und hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Sprichwörtlich. Also er hat es mit sich begraben lassen. Ich soll sein Grab ausbuddeln? Ja, er ist tot. Es wird ihm nichts ausmachen. Okay. Wie heißt der Typ? Dave Jr. oder Dave J., ne? Hast du das Rezept von Dave J.? Nicht noch jetzt. Jetzt noch nicht so. Also, das muss ich rein theoretisch, müsste ich auf einen Friedhof mal hinreiten. Und Friedhof, wo ist denn hier Friedhof? Hier wäre Dave Yard. Das könnte, ne? Könnte ein Hinweis sein. Aber diese komische Gang ist hier auch in Richtung Norden. Von daher könnte das ein bisschen gefährlich werden. Also würde ich... Ich meine, wenn man eine komplette Strecke geht über jetzt... Was weiß ich, wenn ich hier anklicke, dann ist auch die Weite ist irgendwie wichtig. Und gefährlich macht es das dann Ganze. Das habe ich, glaube ich, noch so halb dunkel in Erinnerung. Also werde ich jetzt von Stadt zu Stadt hüpfen. Das macht das vielleicht ein bisschen sicherer. So, was haben wir denn hier? Ah! Man kann sich seine eigene Munition basteln. Eine Selbstbedienungsladen. Die Werkbank hat einen kleinen Brenner und Crucible. Ich denke mal Formen für geschmolzenes Silber und... Ja gut, okay, Patronenformer. Bullet Molds. Dann würde ich sagen, das Crucible ist mehr so... Dieses feuerfeste Gefäß, in dem man das Ganze schmilzt und dann erst in die Form gießt. Das sieht ziemlich einfach aus, also... Und da ist auch... A vice, so you could smash silver bullets into needles if you wanted to. Also selbst mit diesem... Frag mich nicht, könnte man jetzt diese Silberstückchen zu Nadeln verarbeiten. Aber ich habe gar kein Silber, um es zu Kugeln zu verarbeiten. Also mache ich jetzt mal ein paar Nadeln. Okay, ich habe 2 Nadeln bekommen. Aber ich habe eben kein Silber, um Dinge zu machen. Und ich werde es auch tunlichst vermeiden, meine Bullets, also meine Patronen, zu verschwenden. Wie gesagt, wenn wir mit dir ausgehen, gucke ich blöd. Ich weiß auch gar nicht, wo die sind, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich habe ich jetzt die 2 letzten, die ich hatte, habe ich jetzt versoßt. Das kann gut sein. Gucken wir mal. Das neueste Zeug. Extra dickes Leder. Igitt, geröstete Kuhzunge. Skull Chips, also Schädelstücke.
eine Handvoll loser Zähne, 9 Stück, so schön. Ein Schlüsselfragment. Gothic Cameo. Ein Schmuck wahrscheinlich. Instant Grits, das ist mir so ein Astronautenfutter, will ich mal tippen. Das sind die Hüte. Label irgendwas. Embellishments. Boah. Die Pistole. Pickaxe, Hammer. Goblin Axt. Crowbar ist womit man Türen aufbricht und normalerweise Nägel rauszieht, also richtig große Nägel aufzieht. Ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt auf Deutsch. Donnerkiesel. Blech Scalibur. Schön. Ich habe zurzeit die Ranger Pistol, also die. Nee, Ranger ist nicht Farmer. Ranger ist. Oder Rancher. Rancher ist mehr so ein umherziehender Typ, ne? Und die Goblin Pistole. Dann habe ich halt allen möglichen anderen Schammers. Offhand Things. Dramatic Goblin Skull. Dramatischer Goblin Schädel. Dreckige Porzellankuh, was? Goblin Spyglass. Ein Goblin Fernglas, was? Okay, das ist wahrscheinlich für. Also, so wie dieses Lucky Horseshoe ist dieses Hufeisen, ist wahrscheinlich für Glück und dergleichen, ne? Also, wahrscheinlich auch irgendwas mit Skills. Habe ich das wahrscheinlich angelegt, weil da ist equipped, das bedeutet angelegt. Da schätze ich mal, das hat irgendwas hier mit Glück zu tun. Dann Ringe, The Cursed Pants, das sind die verfluchten Hosen. Dann irgendwelche anderen Hosen, da habe ich gerade die Goblin-Hosen an, warum auch immer. Frag mich nicht, wird schon irgendeinen Gedanken gehabt haben damals. Mein Essen, mein Trinken, meine, ja, Potions, ja, Tränke auch, aber halt mehr so zusammengemixtes Zeug, das besondere Fähigkeiten besitzt, denke ich mal. Ah ja, hier sind meine Patronen, die habe ich die ganze Zeit eigentlich gesucht. Chemische Patronen habe ich hier zum Beispiel. Eine Kanne Kerosin. Wozu auch immer. Dann gegen Gift habe ich was. Dann Army Field Trauma Pack Kit. Das ist, wenn ich verletzt bin. Aber ich habe nur 2, das ist nicht sonderlich viel. Und dann Lasso. Boah. Silberpatrone habe ich. Eine. Ich schätze mal, das ist gegen Werwolf ganz gut. Ich weiß es nicht, ob es überhaupt welche gibt. Dann Riechsalz. Schlangenleber. Igitt. Schlangenmedizin. Whatever. Also all möglicher Schammers. Die Liste ist einfach zu lang. Irgendwann. Es ist einfach zu viel. Es ist schlicht und ergreifend zu viel. Bücher. Okay. Gut, kann ich hier jetzt nichts wirklich mit anfangen, aber ich gucke nochmal hier so ein bisschen reingehen. Gibt es hier irgendwas? 90 Kopien bzw. Ausgaben von Johnny Tremaine. Da stand einer so richtig auf den einen. Okay, den Safe kann ich nicht knacken. Ich brauche Panzerknacker-Fähigkeit Nummer 3 und ich habe nur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht 3. Gut, dann nehmen wir mal das Pferdchen und gehen zur nächsten. Oh je. Yeah.
Ich bin die wandernde Sally. Was geht? Ich bin Leon. Was ist deine, was ist dein Satz? Also, ich weiß gar nicht, wie würde man das heutzutage so rein von der Redewendung her übersetzen? What's your line? Was ist dein Motto vielleicht, ne? Traden. Ach nee. Sie sagt, sie ist Händlerin. Er wandert überall in diesen, in dieser Gegend umher. Also sie kauft da ein bisschen, sie verkauft da ein bisschen. Möchtest du meine Ware sehen? Oh, klar, zeig. So, toasty, warm. Was kann man dann da? Was hast du denn? Du hast einen Apfel, Seife, Karotte, Fungicide Bomb, also irgendeine Pilzbombe oder was? Oder Schimmelbombe? Dann ein Schloss. Irgendeine Glücksblume, Nadeln, Pickaxe, also eine Spitzhacke. Arbeitsschuhe. Ein Maximum AP und eine Rüstung. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe mal kurz gucken, wie meine Schuhe denn sind. Wie war das? Und hier. Schuhe. Hier. Was habe ich denn für Schuhe angelegt? 3 maximale Abfeuerpunkte. Also, ja, meine Attackpunkte sind mir sehr wichtig, ne? Weil ansonsten, ich bin ja so lachhaft schlecht in allem Möglichen. Ich brauche dann tatsächlich. Also ich bin nur auf der Hälfte, okay. Ich bin ja so lachhaft in allem anderen, deswegen bin ich ja überlevelt generell in Spielen, ne? Weil ich ja so super gut sonst wäre. So, mal gucken, was geht hier noch so ab? Haben wir noch irgendwas übersehen? Lockpicking habe ich anscheinend nicht den Skill. Ja, ist nichts Interessantes, außer du bist an verbrannten Büchern interessiert. Ja, genau. In dieser Box war eine verfluchte Puppe, aber ich habe ihr ein bisschen Kinderblut gespendet und dann rannte sie einfach weg. Zum Glück kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Das muss ich jetzt einfach so hinnehmen, wie das da steht. Ach, requires safe cracking 1. Das heißt, ich habe noch nicht mal ein bisschen an ansatzmäßig safe knacken gelernt. Weil es ist ja 1, würde ich mal sagen, ne? Kommt nach der 0 und 0 habe ich dann, oder wie? The safe is sorge, but its contents are probably still safe. Es ist so süß. Der Safe, also dieser Geldschrank, ist ein bisschen angesenkt. Aber der Inhalt ist vermutlich sicher. Süßes Wortspiel, mag ich. Und guck mal, das ist mal. Also ich meine, ne? Ist doch süß mit den Schatten. Ja. Da ist so eine merkwürdige Kuhform an der Wand. Es flüstert. Erdnussbutter. Und man kommt dann in irgendeine schräge, okkulte. Ja, da war ich vermutlich auch schon mal drin, hab irgendwas wahrscheinlich mal, ne, getan oder so. Habe ich auch wieder verdrängt, weil eklig, einfach nur eklig. Will ich nicht wirklich wissen, was ich da getan habe. It's all quiet now, es ist alles sehr ruhig. So, was haben wir denn hier? As you approach the grave marker, the hair on your back stands. The hair on the back of your neck stands up as a voice whispers in your ear. Give it to me.
Give it to me. Was soll ich dir geben? Also irgendeine Geisterstimme labert dir in den Nacken und da stehen dir die Haare zu Berge. Was soll ich dir geben? Die Luft wird kälter. Das Bild von mir. Ich kann es sehen, du hast es. Du solltest es nicht ansehen. Niemand sollte es ansehen. Ich glaube, du bist Mary. Warum willst du nicht, dass es irgendjemand ansieht? Die flüsternde Stimme wird leiser. Angst kriecht in dich. Nee, Angst kriecht in die... Angst bef... Nee, Quatsch, Enger heißt ja, Ärger. Wut. Die Stimme vibriert mit Angst, könnte man das übersetzen. Also, wenn ich es rein wörtlich übersetzen würde, würde es ja heißen, Wut kriecht oder tröpfelt, befällt die Ecken der Stimme. Also, hä? Dann, also, ihre Antwort ist, weil sie sonst dann wissen, gib es mir. Okay, ich gebe dir das Bild. Du gibst das Foto, to the grave marker, also zum Grabstein, also Grabkreuz, was da steht. Und es verschwindet aus deiner Hand. Danke. Und ich habe 10 Erfahrungspunkte gemacht. Geil. Wie weit bin ich denn eigentlich so mit meinem Gedöns so skillmäßig so? Weil Erfahrungspunkte, ich weiß gar nicht, irgendwann muss ich ja dann wahrscheinlich mal leveln oder so, ne? Ich weiß gar nicht, wo stehen das? Ich hab keinen blassen Dunsch, ich weiß nicht, was ich hier eigentlich tue. Ich hab null Plan. Wo ist denn hier Erfahrungspunkte? Hier ist nur der Muscle. Combat Skills, also meine Kampffähigkeiten, dann halt irgendwas, Dickering, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was das heißt, ist das mehr so Dummschwänze oder? Ich weiß es nicht. Stats, ja, gut, Base Current, ich habe keinen Plan. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mal aufsteigen und dann werde ich sehen, huch, da war was. Ich denke, mein Rang sagt mir dann, dass irgendwas ist. Ne? Snake Oiler steht jetzt zum Beispiel da oben links in der Ecke. Also Leon Sneaky McMurtry, das bin ich. Und dann Snake Oiler, das ist so Schlangenmelker. Ich frag mich nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist. Also Gwendolyn Stearns, hingebungsvolle Mutter, starb 1895. Mary Stearns, starb ein Jahr zuvor. The Heathrow Stearns, hingebungsvoller Vater, starb auch 1895. Irgendjemand hat die Knochen von dem Fuddy ausgegraben. Wahrscheinlich irgendein... Some Warmind on another. Warmind? Keine Ahnung. Ob das irgendein Vieh ist oder ob das jemand Beklopptes ist, der meinte, er müsste hier so, ne? Ausbuddeln. Frag mich nicht. Ah, deswegen war ja auch die Puppe dann wahrscheinlich da in der Kiste, ne? Eine hingebungsvolle Mutter. Und das war dann halt Mary. Und Mary war vermutlich die Tochter. Ne? Und dann sind auch danach auch die Eltern gestorben, weil sie dann keine Aufgabe mehr im Leben hatten. So, ist hier noch irgendwas zu finden? Okay, weg da. Ja. So, gehen wir mal weiter. Ich hoffe, ich treffe jetzt keinen, der mir irgendwie an die Wäsche will. Scheibenlaster. Ein Skelett kommt auf dich zu. In diesem zackigen Stop-Motion, in dieser zackigen Stop-Motion-Art, in diesem so
ruckartigen Bewegungsart, wie es Skelette nun mal tun. So wie es aussieht, ist es das Knochengerüst eines Beanslinger. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Beans? Bohnen? Linger ist halt verweilen. To linger. Aber... Und ich erinnere mich an einen alten Spruch. Die alten Beanslingers, keine Ahnung, sterben wie normale Leute, aber manchmal laufen sie herum und verfluchen dich. Okay, soll ich entweder jetzt dagegen kämpfen oder soll ich wegreiten? Aber da steht jetzt Dark Horse. Ich weiß jetzt gar nicht. Meint er jetzt mein Pferd? Heißt das Vieh Dark Horse? Ah. Ich könnte es auch austricksen und seinen Hut klauen. Horns Woggling 2. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendein Skill ist, den ich habe, ehrlich gesagt. Ich probiere es einfach mal gleich. Okay. Ach, mit Trick ihn heißt es, ich soll ihn erstmal ein bisschen verarschen. Also dummen Spruch an die, an die Backe nageln und dann warten, was passiert. Das ist sehr nett. Momentchen, Leute. Ne? Also, deine Haltung ist ganz furchtbar. Du siehst aus, als wärst du an Skirillose gestorben. Das Skelett bleibt stehen. Verwundert, als du um es herum gehst und ihn an den Schultern packst. Na los jetzt, Schultern zurück, Rücken gerade, das ist viel besser. But, also wirklich, schau dir mal die Krümmung deines Nackens an. Halt mal still für eine Sekunde. Mit einem richtig guten Ruck pflückst du seinen Schädel von dem Skelett, nimmst seinen Hut und schmeißt den Schädel weg. Und der Rest des Körpers rennt davon, um ihn wiederzufinden. Ich habe ein Item gewonnen. Cowboys Chef Hat. Oh Gott. Viel besser. Das ist das. Deswegen habe ich gedacht, könnte ich mal wieder dieses Spiel spielen, ne? Das Gedudel da im Hintergrund, das geht einem so langsam auch ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie kann man jetzt Musik ein bisschen. Wie geht denn das? Hier, ja. Mal kurz ausschalten, weil nervt. So. Aber das ist doch wunderbarer Humor, ne? Also so richtig schön bescheuert. Aber wie gesagt, wenn du kein Englisch kannst, dann geht dir das total am Hirn vorbei. Das wäre dann schade. So, der Dave B. Wir brauchen aber einen Dave J. Er starb mit seinen Schuhen an, aber nicht mit seinen Hosen. Ne, warte, wie alt war denn der? Ah ja, doch, so 50, ne? Schön. Der Dave C. starb im Theater. Achso, nee, went down in the theater. Da war er wahrscheinlich selber ein Schauspieler. Und er ist auf der Bühne gestorben. So, Dave J. Rapapapau. Dig up the grave. Oh, ich brauche eine Schaufel. Weiß ich nicht. Hab ich eine dabei? You dig up the grave and pry open the coffin. Ich buddel es aus und mach Sissi, ich bin so im Englisch drin, ich bin absolut keine Simultanübersetzerin. Null, also null. Ich bin so im Englisch drin, mir fällt noch nicht mal ein, dass man in einem Sarg begraben wird. Ich muss einen ganzen Satz bilden, um mir das Wort nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Aber anstatt eines Körpers hat es einen Müllsack. Eigenartig. Okay, ich greife in den Müllsack und bin sehr überrascht, dass es voller Pudding ist. Nein, es ist nicht nur Pudding.
Es ist Pudding und Motorenöl. Wer würde denn sowas denn machen? Ich schaffe es tatsächlich, bis ganz zum Boden zu greifen. Und hole einen richtig verschlammten, babischen Gegenstand hervor. Ich falte es auseinander, trockne es, wasche meine Arme an irgendwas nahestehendem. Ditch weiß ich nicht. Das sollte es wirklich gewesen sein. Aber ich habe tatsächlich das Geheimrezept gefunden. Ja, widerlich. Widerlich. Sollen wir nur mal gucken, was geht's denn hier so? He was looking to the sky to save him, but even the sky can't save a fellow from like... Oh, okay. Also er betete sozusagen, also er schaute zum Himmel. Er betete zum Himmel, dass es ihn retten möge. Aber selbst jemand mit... der von 40 richtig sauren, also wütenden Bären umringt ist, dem kann auch nicht geholfen werden. So auf die Art. David, Dave L. Died of heart attack. See you in minus 36 Jahren. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn er jetzt gestanden hätte, der ist an einer Herzattacke gestorben und ich sehe dich in 36 Jahren, hätte ich es ja noch verstanden, ne? Aber da steht minus 36. Das verstehe ich jetzt nicht so. Aber was habe ich denn da? Da wird jetzt angezeigt, was ich bekommen habe, ne? The new stuff ist das David Rezept. Ach, und the Cowboy Hut. Spell Damage. This combination cowboy hat and chief hat is popular amongst camp cooks and people working in restaurants who wish they were camp cooks. Also das ist so ein Möchtegern Accessoire. Aber es hat zwei Spell Damage. Das ist das wahrscheinlich, was ich gerade eben mit dem Skelett gemacht habe. Also so das Dummschwätzer. Der Dummschwätzer-Skill, ne? Spell klingt jetzt mehr nach Verfluchen im Sinne von Magie. Nicht wirklich Verfluchen im Sinne von Beleidigen. Aber, ja. Warum nicht? Warte mal, ich guck mal bei den Hüten. Was habe ich denn für einen an? Ich habe den Goblin-Hut an. Das ist wieder 3 Muscle. Also, das ist meine Gesundheit, meine Kraft. Dann irgendwas Mystisches und Maximum AP ist natürlich, ne? Das ist absolut meine Wahl. Von daher ist das jetzt nicht so tragisch. Und das Ding muss ich halt wieder nach Dirtwater zurückbringen. Zu dem Koch. So, ich würde jetzt noch hier ein bisschen rumgucken. The truth was out of there. It killed him. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Es tötete ihn. Achso, der Dave G. wurde von einem anderen Typen namens Dave G. getötet. Ja, es kann nur einen geben halt, ne? Was gibt's da? Igitt. So, was hat... Das ist eins von diesen Dingen, die es in einem Mausoleum gibt. Du weißt schon, diese riesigen... Marble ist nicht, Marmor, oder? Ist es Marmor? Marmor. Ja, ich denke schon, Marble. Diese Marmor-Dinger, die... mit Schubladen voller Skelette. Oh. Ich kann eine öffnen und habe dann einen Kampf. Oder ich kann mehrere öffnen und habe dann einen größeren Kampf. Ich würde mal höchstens A drücken. Und dann geht's schon los. Und zwar kann ich einfach nur kämpfen, beziehungsweise ich kann dann irgendwas anderes tun.
Und 33, 34 ist so meine Attacke. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie stark der ist. Das kann natürlich jetzt tierisch in die Hose gehen. Aber ich werde es einfach mal testen. Okay, der war recht leicht. Okay. Ja, das ist auch noch so am Anfang, ne? Es ist ja schließlich die Ausgangsstadt, von der alles anfing. Und dann würde ich mal davon ausgehen, dass hier so in der Gegend da die Viecher auch noch nicht so wahnsinnig gefährlich sind. Das wird später um einiges heftiger, vor allen Dingen, wenn dann mehrere auf dich zukommen und du bist dann, hey, du hast dann nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun, weil alle auf dich dann ballern. Du hast geschafft! Du hast das Skelett aus der Schublade gezogen, dann zusammengehauen und wieder zurückgepackt. Progress towards next skill up. 22 von 188. Achso, das sehe ich also sozusagen erst, wenn ich irgendjemanden gematcht habe, und dann sehe ich, wie meine Fortschritte sind. Also 22 von 188 klingt richtig Mist. Vor allen Dingen, ich habe jetzt nur 10 dazu bekommen. Also das ist richtig Grinding. Und ich habe ja schon viele Dinge aufgedeckt. Ne? Also es ist. Ich war zu neugierig. Anstatt zu grinden, war ich zu neugierig und bin viel zu sehr um die Welt gereist. Skullchips. Ich krieg schon wieder Schädelknochen, Ikit. Hier mal gucken, was hier so ist. Vor allen Dingen, wenn ich vor einer Tür stehe, ne, ich als Strichmännchen sehe dann nur noch meinen Schädel. Das ist voll eklig. Ja, irgendein Ritual machen, habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Da ist ein bisschen Blut. Schön. Ja, irgendein Ritual. It's a big stone sarcophagus. Ja, was zum Geier macht hier ein Sarkophag, ne? Also im Wilden Westen. Obwohl, komm, mach mal das Ritual. Lass mal sehen. Nach dieser widerlichen Schriftrolle zu urteilen, brauche ich menschliche Asche, ein bisschen Sternenstaub, ein Glasbehältnis, wenn ich das hier durchziehen will. Allerdings, ich habe wieder menschliche Asche dabei. Also das andere hätte ich anscheinend, oder wie Stardust und das Glasvieh hätte ich vielleicht. Also so viel dazu. Oh well. Dann halt nicht. Ganz tragisch. Dürfen wir nicht. Ja, ich könnte ja nochmal gucken. Probier mal nochmal aus, was passiert. Steht da jetzt irgendwie, dass ich. Ich habe 7 Aktionspunkte. Ist das jetzt als Patrone gedacht? Ich schieße jetzt einfach mal. Okay, ich habe dann jetzt wieder Erfahrungspunkte. Lose Zähne habe ich bekommen. Und das würde ich nochmal testen, wenn da jetzt steht 6 Aktionspunkte. Nee, 7. Ja, dann geht's auch nicht leer. Das ist schon mal sehr praktisch. Von daher kann ich das jetzt eigentlich als Grinden benutzen, ne? Ja, okay. Ich könnte es vielleicht mich sogar trauen, mehrere anzugreifen. Okay, da könnte es natürlich jetzt richtig übel werden. Weil sie sind zu dritt und wir sind nur zu zweit. So. Da könnte ich jetzt mal gucken, was ich noch so kann. Das ist mit meinem Knochen, da könnte ich irgendwas tun. Will ich natürlich nicht, weil das bringt viel weniger Damage-Punkte, viel weniger Schadenspunkte. Und ich kann die damit vergiften. Das heißt natürlich, das ist natürlich sehr praktisch. Es ist zwar wenig Schaden im ersten Moment, aber es schadet halt immer weiter, während ich nichts machen kann, weil es ja wie gesagt drei sind. Ja, die Schlange aus der Tasche holen und sie an der Seitenlinie anbringen. Es würde mich einen Angriffspunkt kosten.
Und das ist halt, dass ich dreimal hintereinander schießen kann. Das wäre natürlich auch sehr praktisch. Aber die sind ja nicht so stark. Also mit einem Schuss würde es wahrscheinlich schon reichen. Aber der hat dann zum Beispiel ein Brett dabei. Ich glaube, der hat dadurch ein bisschen mehr Rüstung. Oder der würde mich mit dem Brett hauen. Das kann natürlich auch sein. Starke Medizin. Was ist das hier? Das ist einfach mal so durch die Gegend ballern. Weiß ich nicht, ob ich dann treffe. Das ist natürlich ein bisschen. Und das ist Cast a Spell. Das ist halt irgendein Fluch aussprechen. Gibt es dann 15 Spooky Damage. Das ist wahrscheinlich, wenn ich auf einen Geist treffen würde, würde das was bringen. Ich weiß nicht, ob das bei Skeletten auch funktioniert. Und geisterhafte Dinge werden ja durch grau gemalt, werden die angezeigt. Die sind ja so Schwarz-Weiß-Männchen halt. Und das ist natürlich Feigling. Feischling, Feischling, Feischling. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach so aus, weil ich glaube, sie schießt auch. Dann, die darf auch schießen. Die hat nämlich eine richtig geile Waffe. Und dann würde ich ihn treffen und dann hat sich das auch erledigt. Wie viele Punkte kriegen wir denn dann? 30. Ja, das geht dann ein bisschen schneller. Und ich habe auch ein bisschen was Größeres jetzt bekommen. Einfach Skelettknochen, was auch immer das bringt. Und ich gehe jetzt einfach nochmal in den Kampf. Und wie gesagt, das ist jetzt zum Grinden, weil ich ja weiß, dass die relativ schwach sind. Da brauche ich nicht so viel Bammel zu haben. Ich scheine eigentlich auch gar nichts an Schaden gemacht zu haben. Weil ich habe immer noch HP 24 von 24, ne? Also von daher. Entweder hat er vorbeigeschossen oder. Keine Ahnung, ich mache das jetzt bis 180 und dann sehe ich ja, was passiert. Wiff. Ah ne, jetzt habe ich HP 18. Ich müsste mich wahrscheinlich jetzt versuchen, mal zu heilen. Ich habe eben 15 von 18, habe ich da was gesehen. Gehen wir mal kurz da weg. So. Hier. Maximum HP 85. Da weiß ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt nicht so genau, was ich da jetzt habe. Gucken wir mal aufs Futter. Food. Blackened Beans. Verbrannte Bohnen. Git. Okay. Increase your damage. Spell Damage bei 5. Also das steigert die irgendwelche besondere Schaden. Mache ich aber nicht, das mit dem Spell, mit dem Verfluchen. Ist irgendwas und. Also, das steigert zum Beispiel die Körperkraft. Allerdings. Jo, Moxie. Moxie. Ich würde vermuten, das ist tatsächlich die Zielgenauigkeit. Aber das ist reingeraten. Absolut geraten. Gruffin. Also es sieht nicht sonderlich lecker aus, außer halt eine weiche graue Kartoffel. Und es steigert nix. Nothing by zero, also 0, nix sozusagen für den Rest des Tages. Einfach mal futtern. Das klingt eklig, aber egal. Du isst das eklige Zeug, das wie Watte schmeckt. Und es hat auch ein bisschen weniger an Nahrhaftigkeit als tatsächlich feuchte Wattebällchen. Es hat gar keinen positiven Effekt. Aber ich habe irgendeinen Effekt Nuffin.
keine schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich gerade getan habe. Also, wenn ich jetzt mal den Kleinen nochmal angreifen, bevor mich hier doch irgendwas dumm kommt. Hier steht jetzt wieder HP 23. Okay. Okay. Die HP steht hier bei 85. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich müsste doch eigentlich jetzt durchs Futter. Vielleicht durch Boost. Durch Boost. Ich hätte gern HP. Breedwood Bourbon. Cheap Tequila. HP würde ich gern haben, aber wenn dann von irgendwas, wo ich mehrere Dinge habe. Weil. Ich krieg 10 HP mehr für den Rest des Tages. Oh, ich trinke das kalte, erfrischende Kaktusbier. You gain an effect, Kaktus drunk. Heißt das jetzt, ich bin betrunken? Bin jetzt Kaktus betrunken oder. Also rattevoll, so auf die Art? Oder bin ich einfach ein Kaktustrinker? Heißt das das? Ach, da unten ist ja jetzt die komische kleine Kartoffel und das Bier angezeigt. Jetzt gucke ich mal. Hier steht HP 20. Eben hatte ich da nämlich minus 13 und war nur noch bei 10. Und jetzt ist es bei minus 11. Das ist anscheinend, wo ich ständig übertreibe. Und, deswegen bin ich sehr schnell gestorben. Also ich habe jetzt nicht mehr so viel Stärke bei. Dann wäre es jetzt intelligenter, wenn ich wieder zurückreite. Das Problem ist, wie gesagt, je länger man reitet, desto gefährlicher ist es. Und deswegen werde ich jetzt erstmal langsam hier hinreiten. In der Hoffnung, dass ich da nichts treffe, was mich irgendwie abmurksen will. Desert House. Ja, machen wir das als erstes. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Gucken wir mal. Ja, der Hund ist davongelaufen. In der Hoffnung, einen besseren Hundebesitzer zu finden. Weil hier ist. Ips. Autsch. Halt eine. Okay, kriege ich hier nicht hin oder was? Ah, okay. Hier geht's. Nee, auch nicht. Ich komme nicht hinten dran, oder wie? Ja. Ich tue mir immer nur weh. Warte mal, geht's hier hinten vielleicht noch ein bisschen weiter? Nö. Pferd. In der Hoffnung, dass uns jetzt nichts auflauert. Sehr schön. So. Ich gehe mal kurz in die Futterbude. Wie war denn das? Da grinst, you approach the counter. Der grinst schon, wenn wir kommen. Ich möchte was kaufen. Wow. Ich krieg für 85 einen eleganten Hotdog. Also einen feinen, würde ich mal sagen. Als ein elegantes, ein bisschen merkwürdige Bezeichnung für ein Essen. Also für Futter, so oder so. Fürs Essen selber nicht, aber Jumbo-Hotdog und einen saftigen Hotdog. Wo ist da der Unterschied? Misty, ist alles irgendwie dasselbe. Ja, ganz besondere Soße. Ja,
freu dich nicht so früh. Die besondere Soße ist einfach nur Senf. Steht da, ob ich davon schon irgendwie viel hab? Nö, ne? Weiß nicht. Ja, ich nehme das halt mit der super Soße. So, Futter. Ich weiß jetzt nicht, wird sich meine Gesundheit wieder steigern, wenn ich geschlafen habe? Kann das sein? So, jetzt gehen wir erstmal nochmal zum Koch. Und geben ihm das Rezept. Dann gehen wir ins Penarage. Hast du das Rezept jetzt schon gefunden? Hast du es beim Freund Dave J. aus seinem Grab entrissen? Yep, hab's. Oh, tausend Dank, Kumpel. Jetzt wird mein Slop. Das muss ich jetzt mal kurz gucken, was Slop heißt. Mal. Futter. Schmutzwasser, oh Gott, das Schweinefraß wahrscheinlich, oder? Küchenabfälle. Sehr schön, das ist, ja. Nassmüll. Lose Jacke gibt's auch noch als Übersetzung. Schmalz, ah, Schlabber. Schweinefraß halt, ne? Oh, da hat man doch so richtig Bock, oder? Hätte ich besser nicht gegoogelt. Okay, ich kriege wieder 10 Erfahrungspunkte. Ah, ich gebe dir ein bisschen was für deinen Ärger. Es ist in den Schweinefraß gefallen, aber es ist immer noch gut. Ich habe ein Item erhalten. Snobby Tuppet. Also einen mit Schweinefraß besudelten Hut. Alles eine Tage Arbeit. Sehr schön. Den Humor muss man halt mögen, ne? So. Apropos, was ist denn das für ein Hut? Was kann der, außer einen die Haare ausfallen lassen? Hat er mir das jetzt nicht? Ist das mehr so ein Glücksding oder was? New Stuff? Sloppy Top Hat. Ah, 3 Moxie kriege ich da. Okay, ich glaube, ich guck's dann doch nochmal, was Moxie heißt. Mumm, Wissen, Tatkraft. Aha, okay. Gut, das, jo. Kriegt man 30 Fleisch dafür. Ja, ich bunke halt alles, ne? Deswegen habe ich auch so viel Schammers, ne? Weil ich nicht weiß, was ich verschenken und was ich verballern und was ich sonst wie verbrauchen sollte. Nachher brauche ich es und dann ärgere ich mich und deswegen habe ich dann den ganzen Sack voll Zeugs. So. Insult yourself. You look at yourself in the mirror. Du siehst dich selbst in den Spiegel an. Beschimpfe dich. You call yourself a green-faced, yellow-booted jerk. You gain an effect. Angry. Bim. Also, ich habe mich mit irgendwas beschimpft, wie grüngesichtiger... Yellow, keine Ahnung. Schreiend, oder wie? Also... So ein Schreihals vielleicht könnte das sein. Und dann bootet... Bestiefelt. Jerk, ja, das ist halt irgendeine Beleidigung, was mit sexueller Anspielung zu tun hat, was heutzutage wahrscheinlich schon nicht mehr sexuell gemeint ist, aber wahrscheinlich früher. Und dann dadurch wurde ich ärgerlich. Und ich könnte mich jetzt nochmal beleidigen.
Ich benenne mich selbst ein nichtsnutzigen, also gut für nichts, nichtsnutzigen Four Flushing Jerk. Vier Flushing ist so Klospülung? Flushing Jerk? Also ich wurde noch ärgerlicher. einen gelbfüßigen Hähnchen-Kuschler-Jerk. Ich sollte mich nicht weiter selbst beleidigen. Ich werde so sauer, dass ich geradezu umfallen könnte. Habe ich jetzt hier irgendwie angry? Keine Ahnung. Steht hier jetzt nicht extra dabei, angry, aber keine Ahnung. Also, ich gehe mal ins Bett. Also, das ist Susis Bett. Wo ist mein Bett? Das ist hier. Sleep. You got to sleep. Du schläfst ein. Du träumst, dass du neue Hüte ausprobierst, während du von einer tickenden Uhr flüchtest. Ganz plötzlich bittet dich dein Vater für ein Licht, um ein Licht. Light? Kerze? Weil Flashlight gab's noch nicht, also es gab noch keine Taschenlampen. Du wachst auf, bereit, einen neuen Tag entgegenzutreten. Oh, ich habe schon wieder geschlafen. Ups. Ich konnte aber nichts anderes machen, außer A drücken, ne? Du schläfst wieder ein. Du träumst. Also das, was ich gerade eben gesagt habe. Du wachst auf, erfrischt und restored ist fit. Also dass meine Punkte wahrscheinlich wieder auf Maximum sind. Und hungrig. Und nüchtern. Day 6. Ah, okay. Ich habe jetzt hier den sechsten Tag. Aha. Ich weiß jetzt nicht, was das Ganze bringt. Ob ich irgendwas in einem bestimmten Zeitraum gemacht haben muss. Weil Tag 6 klingt jetzt nicht so viel. Und ich habe das Spiel ziemlich lang schon gespielt. Ne? Also ich meine... Ne? Also... Hier ist ja... AAs voll aufgedeckt. Ne? Also ich bin ja schon... Ne? Es ist ja ein schönes Spiel. Es ist ein richtig schönes Spiel. Ich habe ja auch nur aufgehört, weil ich ständig gestorben bin dann auf einmal. Weil ich keinen Bock auf Grinden hatte. Und ich habe auch übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Spiel eben so schön war, habe ich es total übertrieben. Wo ist denn hier die Möglichkeit zu speichern? Ah, es hat schon gespeichert, oder wie? Hoffe ich. Okay, einfach continue. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles verloren habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich guck mal nochmal, ob ich diesen... Nee, Sloppy Top Hat habe ich. Alles klar, okay. Ist alles noch so, wie es sein soll. Ich war jetzt ein bisschen irritiert, weil es nicht so grell war wie eben. Aber das ist anscheinend nur der Standardbildschirm. Der Standardbildschirm ist richtig schwarz. Ja, genau. Ich dachte eben, es würde so andeuten, dass es vielleicht Sonnenuntergang ist und Abend und, ne? Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Wie gesagt, also wer da Bock hat drauf auf das Spiel, es ist schon ewig und drei Tage auf der Switch. Und es hat was. Wer meinen Humor mag, wer meine Art von Spiele mag, die ich so zock, oder einfach nur neugierig ist, kannst nichts falsch machen. Das ist richtig, richtig niedlich. Und wie gesagt, muss halt Englisch können. Ne? Das ist schon Muss. Ne? Das ist schon Muss. Gut, ja.